Das Niederrheinische Musikfest war im 19. Jahrhundert eines der wichtigsten Festivals der klassischen Musik. Damals kamen die größten Stars nach Aachen, Düsseldorf oder Köln. Neben den etablierten Künstlern zog das Festival auch die jungen Talente an, wie den gerade erst 24-jährigen polnischen Pianisten und Komponisten Frédéric Chopin, der das Publikum mit seinem Spiel begeisterte. Unter den Anwesenden war auch der Düsseldorfer Musikdirektor Felix Mendelssohn Bartholdy, der anschließend seiner Mutter schrieb. Als Klavierspieler ist Chopin jetzt einer der allerersten, macht so neue Sachen wie Paganini auf seiner Geige, bringt Wunderdinge herbei, die man sich nie möglich gedacht hätte. Wiatr zaszumiał między krzewy, nie w czas konia, nie w czas chłopcze czarnobrewy, lecisz tu po błoniu, nie w czas chłopcze czarnobrewy, lecisz tu po błoniu. Tam nad lasem tego kruków stada, jak podleci krąży czasem i w las znów zapada, jak podleci krąży czasem i w las znów zapada. Muzyka.
żeś gdzie żeś dziewczę chorze temuż nie wybierzy. Jakże wybiec może, kiedy w grobie leży. Jakże wybiec może, kiedy w grobie leży. Opuszczajcie żal mnie toczy, niech zobaczę żonę, czy konając piękne oczy zwróciła w mą stronę, czy konając piękne oczy zwróciła w mą stronę. Słyszy me wołanie, płacz mój nad swą głową. Może z trumny jeszcze wstanie, zacznie żyć na nowo. Może z trumny jeszcze wstanie, zacznie żyć na nowo. Nach dem Festival in Aachen fuhren Chopin und sein Freund Ferdinand Hiller auf Einladung Mendelssohns nach Düsseldorf. Mendelssohn war mit dem Wilhelm von Schadow, dem Maler und Direktor der Kunstakademie in Düsseldorf, befreundet, in dessen Haus in der heutigen Schadowstraße sich viele bekannte Künstler trafen. Mendelssohn brachte Chopin und Hiller ins Schadowhaus, wo sie zu dritt musizierten. Aber kaum hat er einige Takte gespielt, als alle anwesenden Schadow vor allem wie verwandelt auf ihn hinschauen. So etwas hatte man doch noch nie gehört. Entzückt verlangte man mehr und immer mehr, erinnert sich Hiller ans Chopins Spiel in einem Brief. Szafareczko, szafareczko, bój się Boga, stój! Tam się śmiejesz, a tu lejesz miód na kaftan mój. Tam się śmiejesz, a tu lejesz miód na kaftan mój. Oczko brew, nóżki małe, ząbki białe, spali mnie krew. Nóżki małe, ząbki białe, spali mnie krew. Wciąż dumacie, bierz tam słodki czort. Pełno nędzy, odpij prędzej, świat ten diabła wart. Pełno nędzy, odpij prędzej, świat ten diabła wart. Pobijem, biegnij dziewczę w czas, by pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas, by pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas. Mendelssohn begleitete Chopin und Ferdinand Hiller nach Köln und verabschiedete sich. Von dort fuhren Chopin und Hiller
zunächst mit dem Dampfschiff voller rheinischer Eindrücke nach Koblenz und dann ging es weiter nach Paris. Einige Zeit später kehrte der polnische Komponist wieder nach Deutschland zurück. In Leipzig lernte er Clara und Robert Schumann kennen. Dort legte er auch die Blumen am Denkmal des großen Patrioten Herzog Poniatowski nieder und seine Sehnsucht nach seinem geliebten Polen kehrte immer wieder als Thema in seinen Werken zurück. Frédéric Chopin hatte alle seine Lieder noch in Polen geschrieben, bevor er 1830 das Land verließ, in das er aus politischen Gründen nie mehr zurückkehren sollte. Viele Lieder wurden zu den Gedichten bekannter romantischer Dichter geschrieben wie Adam Mickiewicz, Vincenty Pohl oder Stefan Witwicki. Polska Kraina.
gdyby ci rodacy, co za ciebie giną, wzięli się do pracy i po garstce ziemi z ojczyzny zabrali już by dłońmi swymi Polskę usypali. Lecz w bicie siłą to dla nas już dziwy, bo zdrajców przybyło, a lud zbyt poczciwy. Lecz wybicie siłą to dla nas już dziwy, bo zdrajców przybyło, a lud zbyt poczciwy.